Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Diamant. Wir kamen da von links, wir könnten nach rechts oder nach oben. Ich gehe mal wieder nach unten, weil ich denke, nach oben ist richtig. Ah, okay. Das ist definitiv der falsche Weg, also für uns der richtige. Auch gut. Auch gut. Das heißt, wir wollen nach oben gehen. Oh. Ich glaube, hier bin ich richtig. Bronzong, würde ich sagen, ja. Aber ja, es bedeutet, ich bin richtig. Uns Rippeln wurden zwei wichtige Aufgaben erteilt. Der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer zwei befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Okay, viel Spaß damit. Ich bin aber kein Störenfried. Okay, das ist nur ein Pokémon. Okay, pass auf. Ein Papinella. Das tangiert mich jetzt nicht unbedingt. Wenn ich das mal so sagen darf. Lichtkanone. Stachel? Oh, ging daneben. Zum Glück. Ein paralysiertes Pokémon ist nicht mehr so sehr zu gebrauchen. Um jetzt niemandes Gefühle zu verletzen. Ja, Riolo hat auch wieder ein Level-Up. Das ist gut. Ist sogar sehr gut. Aber selbst wenn es sich entwickelt, ich werde es dann immer noch nicht direkt gebrauchen können. Ich kann es nicht akzeptieren. Ich will das auch nicht akzeptieren. Dann verschließ halt deine Augen vor der Wahrheit. Ich meine, wenn es das ist, was du willst, dann viel Spaß. Aber ja, das ist das Zeichen, dass wir richtig sind. Unsere Zeit ist gekommen, die Zeit von Team Galaktik. Galaktischer Haufen Scheiße seid ihr, ja. Mehr auch nicht. Bronzel! Bronzel. Sollten wir hinkriegen. Und zwar so wie immer mit dem Gegenstoß. Schade, aber war klar. Weiter so, ja. Nein. Mach das doch bitte nicht. Okay. Bronzong. Bitte, enttäusch mich nicht, ja? Und enttäusch mich nicht. Fantastisch. Als ob es mich enttäuschen würde. Und kein Level Up für niemanden, schade. Ist aber völlig okay. Ja, deine Zeit wird nie kommen, würde ich sagen. Du bist schon längst Vergangenheit. So, wie gesagt, der Weg müsste eigentlich stimmen. Es geht auf jeden Fall nach oben. Hier haben wir ein bisschen Gras, das ich mal kurz abgrasen möchte. Oh mein Gott. Das ist mächtig. Das ist sehr mächtig. Wow. Aber eine Lichtkanone dürfte kurz einen Prozess machen. Denke ich. Ja. Es dürften auch gute Erfahrungspunkte sein. Ja, seht das an. Das lohnt sich. Kreideschrei für Riolu. Nein, danke. Jetzt gerade nicht. Und? Oh, hier gibt es wieder sehr viele Wege, ne? Eigentlich nicht. Wir müssen Kraxler einsetzen, mal wieder. Eine sehr spaßige Sache. Okay, jetzt haben wir aber viele, viele Wege. Boom, ey, wir haben sehr viele Wege. Okay, wir gehen zuerst mal hier rein. Oh, wenn ich das nur Schutz hätte, ne? Da komme ich nicht hoch. Moment, ist da was? Ha! Mein achter Sinn hat mich nicht enttäuscht. Ich meine, wir haben eine Pokémon, das Kaskade beherrscht, aber ich glaube nicht, dass wir das quasi als VM einsetzen können oder dürfen oder sollen. Hm. Na, ich werde mal surfen gehen auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass uns das was bringt. Oder doch.
Ich kann auf jeden Fall... okay. Ich glaube aber nicht, dass ich die irgendwo übersehen habe, oder? Ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gehen einfach weiter hoch. Ist das klug? Wir wollen auf jeden Fall auf den Gipfel des Berges. So viel steht fest. Wurde uns gesagt. Und ich denke, wenn man die Spitze erreichen will, ist es nie verkehrt, wenn man den Weg nach oben nimmt. Muss nicht unbedingt stimmen. Ja, zugegeben, aber... ich denke, das ist eine gute Idee. Ist hier was drin? Ja, Nuggets. Okay, ein bisschen Geld, falls wir es brauchen, aber aktuell glaube ich eher nicht. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist ein Abgrund. Ach so, spaßig. Sehr spaßig. Zieh dir was an, Maschok. Ist doch kalt. Menschenskind. Level 40 ist das Vieh schon. Ja, jetzt hier glaube ich, ist es nicht cool. Ey, komm, ein Schritt, ja. Wobei, die Erfahrungspunkte, doch, die nehmen wir mit. Wenn ich doch nur hierher zurückfliegen könnte, versteht ihr? Dann würde ich kurz in den Markt gehen und mir dann Schutz kaufen. Aber wenn ich Schutz einsetze, werde ich nie einem schillernden Pokémon über den Weg laufen. Wird vermutlich auch so nicht passieren, aber... könnte ich es wenigstens beeinflussen, versteht ihr? Immer noch nicht Level 50, aber wir sind nah dran. Das war nah dran! Okay, dann wissen wir, dass diese beiden Wege schon mal nicht richtig sind aktuell. Die Höhle vielleicht. Aber nicht jetzt. Geh jetzt weg! Ich mag dich nicht, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich bin ja sonst kein Fan von Schutz, aber man kommt halt schon wirklich viel besser voran. Ich kann nicht mal ausweichen, das ist ja... Was heißt ausweichen? Nicht mal flüchten, das ist ja sehr spaßig. Es dauert alles so lange. Ach komm! Du Haufen Scheiße! Lass mich jetzt gehen! Mich verdammt nochmal gehen. Danke, meine Güte. Das war ein bisschen uncool. Wir heilen. Tronzong auf jeden Fall. Und dann, Fachirisu, komm bitte an die erste Stelle, denn mit dir kann man immer flüchten. Das ist gut so. Nehmen wir halt diesen Eingang hier. Okay, es geht auch nach oben. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja, und da oben sind wir solche Typen. Und da unten der Eingang. Da unten der Eingang. Den kann ich nicht erreichen ohne Kaskade. Oder bekomme ich die Kaskade jetzt von irgendwoher? Ja, hätte ich doch die zweite Generation nur mehr gespielt. Dann wüsste ich auch etwas mehr. Okay, aber die Gegner sind immer noch ziemlich lame. Muss ich mal sagen. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin, Pachirisu? Oh mein Gott, das ist nicht so gut. Ist gar nicht mal so gut. Das ist halt wirklich... Ach Gott. Muss das jetzt sein? Muss das jetzt wirklich sein? Dauert halt alles noch länger. Aber gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Gleich, gleich. Ja, ja, ist ja gut. Pachirisu. Oh, Level 50. Level 50. Kannst du das Gift bitte wegmachen, Pachirisu? Es war Toxin, ne? Das bedeutet, ich werde immer... mehr verletzt. Ja, warum nicht?
Ich werde immer mehr verletzt im Gift. Und jeder Runde, zu jeder Runde immer mehr. Das ist nicht gut. Toxin, sehr gefährlich. Wirklich sehr, sehr gefährlich. Aber solange man ein Pokémon auswechseln kann, ist ja alles in Ordnung. Kaskade, warum nicht? Warum auch nicht? Das ist Schaden. Sogar sehr viel Schaden. Riolu 29. Muss ich bei Riolu irgendwas Bestimmtes beachten? Weiß ich jetzt echt gerade nicht. Glaube aber nicht. Wie entwickelt es sich? Ich glaube wirklich, es ist durch Zuneigung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch zu faul gerade, um nachzusehen. Ich will jetzt hier spielen. Braucht es nur oder muss Riolu irgendeine spezielle Attacke lernen, damit es sich entwickelt? Bin mir unschlüssig. Oh shit, Pachirisu. Shit. Oh nein, so nicht. Oh nein, so nicht. Pachirisu auf Level 50. Deswegen hält es das bisschen Gift auch aus. Da ist kein Problem. Trotzdem, wir wechseln. Bronzong. Ist das eine gute Idee? Ich glaube ja. Immer schön aus der Entfernung angreifen. Und aufpassen, dass... Okay. Senkt meine Angriffswerte. Je um 2 Stufen. Aber es besiegt sich selber. Das ist doch immerhin etwas. Ich meine damit... Ja, ist mein Bronzong ein bisschen schwach geworden. Golbat. Wir nehmen. Komm wieder, Garados. Ich muss Pachirisu heilen erstmal, bevor ich an irgendwas anderes denke. Aber auch Garados ist nah dran an Level 50. Und Level 50 zu haben, bevor man den 8. Orden hat, das ist doch schon mal was. Warum sind die nur auf Level 38? Ich verstehe es nicht. Na komm, Eistrahl. Wenn schon sehr effektiv, dann nutzen. Oh, was? Das reicht nicht mal? Warum nicht? Ich meine, es war kein Step und so, aber trotzdem. Dachte ich mir jetzt wirklich, dass das reicht? Ha. So kann man sich irren. Knirschen wir alles halt kaputt. Wenn es dir so lieber ist, mein Freund, machen wir das so. Empoleon 49. Riolu 30. Bla 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 bla. Mich interessiert gar nicht, was ihr sagt. Ihr steht mir einfach nur im Weg. Oh, es ist soweit. Level 30 scheinbar. Glückwunsch, Riolu hat sich zu einem Lucario weiterentwickelt. Und ich muss sagen, niemand kann abstreiten, dass Lucario ein starkes Pokémon ist. Es ist imstande, die Aura aller Dinge zu spüren und versteht zudem die menschliche Sprache, das ist ja gut. Aurasphäre, ja. Niemand kann abstreiten, dass Lucario wirklich ein gutes Pokémon ist an sich. Ja. Ja, Zertrümmer kann weg. Ja, aber das macht das Ganze für mich nicht unbedingt besser, weil ich mag es nicht sonderlich. Sieht mal zu humanoid aus und ich weiß nicht. Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, aber wir nehmen das natürlich mit. Ich meine, Kampf-Pokémon zu haben, das kann halt wirklich von Vorteil sein. Aber dazu muss es erstmal noch ein bisschen leveln. Ansonsten bringt es nicht viel. Das wäre jetzt eine ziemlich bedrohliche Situation, aber Pachirisu kann flüchten. Und außerdem sollte ich jetzt ihm endlich mal das Gift wegmachen, ne? Das wäre vielleicht nicht mal verkehrt. Hab ich denn Gegengift da? Sorry, Pachirisu. Alles gut, oder? Ja. Da ist nichts. Da oben waren wir. Da unten respektive. Okay. Ach so, wir standen zuvor da oben. Stimmt. Ich mach mal den Stein weg. Vielleicht ist da ein Pokémon drin oder so. Vermute ich eher nicht. So, dann könnten wir da unten lang gehen. Wir könnten...
hier was abstauben? Könnte ich da nach unten gehen? Ich glaube, das ist dann nicht richtig hier. Ziemlich sicher ist es nicht richtig. Und doch. Lass mich mal noch weitergehen. Wenn ich jetzt da hochgehen würde. In der Theorie meine ich. Könnte ich dann da runtergehen? Diesen Stein hier verschieben? Ja, mach mal. Dann könnte ich hier runter. Hier runter. Und alles sehr schwer erkennen eigentlich. Könnte ich hier reingehen. Es geht auf jeden Fall schon mal nach oben. Aber auf der anderen Seite waren solche Rüben. Ja gut, hier auch. Wir nehmen den Weg. Wir nehmen den Weg. Ich meine, woher soll ich wissen, welches der richtige Weg ist? Woher, frage ich euch. Zwei Pokémon. Ja, Bronzel ist gut. Aber ich glaube nicht, dass ich da mit Pachirisu drin bleiben sollte. Nein, ich glaube, das ist nicht klug. Das ist nicht klug. Machen wir... Ja, Warlord wäre gut, aber ich weiß nicht, ob das Vieh Schwebe besitzt. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich will es jetzt auch nicht unbedingt auf die schlechte Art herausfinden. Ich glaube, wir finden es am besten einfach gar nicht heraus und... Ja. Ne? Besiegen es einfach mal. Den Gegenstoß! Das war gut, würde ich sagen. Oh nein, ich... Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Wisst ihr was? Ich benutze einen Aufwecker. Habe ich ja noch drei Stück. So, zack. Wecker an den Kopf gehalten und aufgeweckt. Nochmal Rambos. Das ist ziemlich süß. Ziemlich süß, nein. Ach Gott. Gegenstoß. Gegenstoß mit dem Beckenstoß. Nee, das ist was anderes. Referenz, ja. Kennt ihr? Hoffe ich doch. 50 für Bronzong. Sehr interessante Attacke, aber nein, danke. Nein, danke. Charmian. Na, komm vorbei. Müssen wir nicht unbedingt wechseln. Hm, die Lichtkanone immer wieder. Das ist doch gut. Verhöder. Das ist völlig okay. Und ja, passt. Es läuft alles gut. Es läuft alles gut. Oh, das war's schon. Niedlich. Du solltest mich eigentlich gar nicht besiegen. Ach was. Es war nicht geplant. Ach was. Ist das der richtige Weg? Falls ja, dann ist gut. Falls nicht, dann... Ihr stört meine Zeit. Ihr stört meine Zeit. Die Kampfmusik hat irgendwie was. Also interessant, wenn ihr mal ein paar andere Pokémon an der, ja, an der Front hättet. Macht das halt... nein, nicht gut. Nicht gut. Impoleon. Warum nicht? Wenn das beherrscht, ist er die Dunkelklaue. Dann sollte es das auch einsetzen dürfen, würde ich sagen. Das ist niedlich. So, Dunkelklaue. Zack! Schade. Sehr schade. Wäre es ein Volltreffer gewesen, hätte es gereicht. Aber so natürlich nicht. Eisenabwehr, völlig in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt des Kampfes, weil... Es spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Ist was? Lake. Warum auch nicht?
Guard Step macht so oder so guten Damage und somit alles gut. Golvat. Ja, komm, machen wir weiter. Ja, wir haben einen Lucario im Team. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll aktuell. Das bräuchte halt wirklich noch Training. Aber Offscreen-Training möchte ich eigentlich ermöglicht verhindern. Bisher konnte ich ja jetzt Pokémon hochleveln. Ja, einfach nur mit dem normalen durch und weiterspielen. Man hat es beim Moralord gesehen. Es ist mittlerweile ziemlich nah dran. Aber Lucario jetzt. Was hat es jetzt? Level 30 und ein paar zerquetschte. Nee, genau 30. Und das hat schon ein bisschen sehr wenig. Und ich möchte jetzt auch noch nicht damit kämpfen. Es hat auch noch nicht wirklich gute Attacken drauf, muss man dazu sagen. Es geht auf jeden Fall immer weiter höher. Oder weiter hoch, besser gesagt. Oh, drei Pokémon wieder. Warum habt ihr alle so viele Pokémon? Und hat auch immer nur dieselben. Es ist so langweilig. Aber hier würde ich sagen, da fatsche ich diese mal wieder ran. 13 Level höher. Wisst ihr was? Es wird nicht reichen. Wobei, wir haben noch keine feste Stärke bei Elektroball. Das darf man nicht vergessen. Je schneller Pachirisu ist im Vergleich zum Gegner, desto schneller ist die Attacke. Und da Golbat auch kein langsames Pokémon ist, hätte es bestimmt nicht für einen One-Hit gereicht, wenn es kein Volltreffer gewesen wäre. Denke ich, glaube ich, nehme ich an. Wieder ein Bronzel, komm schon. Ja, komm. Hat sich doch bewährt zuvor. Die Musik ist echt nett. Ist echt nett. Nicht saustark oder so, aber nett. Und Dunkelklaue. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss aufhören, mitzusingen. Mit zu summen, meine ich. Stört mich selber. Und ein Charmian. Sollte ich vielleicht mal versuchen mit Luca? Nein, sollte ich nicht. Nein, sollte ich vielleicht doch nicht. Es ist erst Level 30. Ich weiß, es ist jetzt schon einige Level bei uns und es hat noch nie gekämpft. Aber ja, nee. Wobei, ein Charmian könnte jetzt nicht so viel ausrichten, glaube ich. Nichtsdestotrotz. Ach Gott. Muss das jetzt wirklich sein? Kommen jetzt diese spaßigen Gegner. Aber, ha. Das war die richtige Bilde, perfekt. Surfer! Wunderbar. Du-du-dum. Ja, gut, die Gegner lohnen sich halt wirklich nicht mehr. Das sind einfach nur AP-Fresser, mehr sind das nicht. Treffe ich vielleicht mal auf einen Arzt oder so? Weil ich konnte meine Pokémon schon lange nicht mehr heilige Scheiße. Garados. Und Morlord. Für unser Begrüßungskomitee. Hallo? Ich kann nicht mit denen sprechen. Deswegen will ich einfach durchgehen. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns bloß nicht in die Quere, klar? Du guckst so aus. Würdest du uns trotzdem in die Quere kommen wollen, ne? Hab ich recht? Tja, dann bekommst du es mit uns drei zu tun. Unspektakulär. Ihr seid unspektakulär. Aber ihr habt zu viele Pokémon. Das nervt. Okay, das sollten wir hinkriegen. Los geht's, ihr zwei. Was ist die größere Bedrohung? Skunkapu, würde ich sagen. Einfach nur wegen dem Finalschlag. Oh, wir haben ja jetzt eine spezielle Attacke, das ist gut. Du machst das und Morlord, du setzt mal den Schauf. Komm. Match Bomb auf Pudox. Ich weiß, ist nicht sehr effektiv, trotzdem mach das bitte mal. Weil ich hoffe, das hier reicht. Leider nicht. Ja, und der Gegner gefiedert natürlich nicht zu Eis, ist klar. Wäre die Attacke gegen mich gerichtet gewesen, dann wäre ich sofort wieder zu Eis erstarrt. Da bin ich sicher. Okay, das war nicht der Rede wert. Und Matschbombe. Okay, das macht jetzt halt wirklich gar keinen Sinn. Das ist in Ordnung.
Okay, Planwechsel. Eisstrahl gegen Budox. Wobei, warum nicht die Kaskade gegen Pudox? Und dann die Matschbombe gegen Skunkapu. Vielleicht reicht es ja. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht mit einer Kontaktattacke erledigen, ja. Aus Gründen. Ich hoffe, ihr wisst aus welchen Gründen. Das gefällt mir alles nicht. So, immerhin. Hat gereicht. Ihr zwei wollt uns aufhalten? Ich glaube ja nicht. Ein Charmian, ist ja niedlich. Und ein Glibunkel. Okay, was machen wir? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber die Kaskade gegen Charmian ist gut. Du setzt den Schaufler ein gegen Glibunkel. Dauert dann etwas länger. Aber das ist es mir wert. Ja. Und Schaufler. Ich hoffe, Glibunkel. Nein. Oh, warum? Ich habe gehofft, dass es Morlot angreifen möchte. Natürlich nicht passiert. Aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das kommt von der Zuneigung, oder? Dass die Statusveränderungen alleine wegmachen können. Sehe ich das richtig? Oh. Morlot, schlechte Nachrichten. Es wird nichts mit dem Schaufler. Es ist einfach nicht da. Es ist einfach nicht da. Wir waren die stärksten Reaper. Nein, bla bla bla. Okay, aber nun gilt es ernst, würde ich sagen. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch, dann kann unser Boss dich fertig machen. Bisschen Angst habe ich doch. Garados ist vor. Ich würde gerne Impoleon an die erste Stelle packen. Dann Impoleon heilen. Ihr seht, ich bereite mich vor. Morlord, ebenfalls heilen. Dann möchte ich Morlord gerne ein Item zum Tragen geben. Eine Beere. Eine Beere, am besten. Eine Passivbeere würde ich dir gerne geben. Garados, auch du bekommst Heilung. Ist Verschwendung? Nein, ist es nicht. Für meine Pokémon ist es mir das wert. Lucario, du trägst das, brauchst aber ebenfalls Heilung. Ich will nicht, dass was schief geht. Jedes KP könnte entscheidend sein. Und Pachirisu, ebenfalls ein Supertrank. So. Ich denke, wir sind bereit. Aber was uns da vorne erwarten wird, was Team Galactic überhaupt im Schilde führt und ob wir die Anführer nochmal besiegen können, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn für heute war es das mit Pokémon Diamant. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!